Aber um nochmal auf das Thema Franzosen zurückzukommen und die selbsternannte Polizei in Anführungsstrichen. Ich fände es ehrlich gesagt ziemlich cool, wenn man irgendwie. Ups, hatte ich einen kleinen Leck. Ja. In den Multiplayer auch irgendwie, sag ich mal, Polizei mit einbringen könnte. Ich weiß, es ist dann schon wieder, hat auch einer geschrieben, so ein bisschen an SMP angelehnt. Aber ist ja auch egal, das ist ja nicht verkehrt eigentlich. Weiß ich nicht, ob ich das so gut fände. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, ehrlich gesagt. Das wird alles abused. Kennen wir doch alles Ne, aus ne, ne, das, SMP. ne, 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 das kann man ja alles organisieren, dass es Ach, mit das Bewerbung geht kannst. etc. Ja, das ist in SMP normalerweise auch so mit Bewerbung, aber trotzdem wird es abused. Ja, aber dann kann man die Leute rausschmeißen und denen eine Sperre geben und fertig ist. Ja. Ich wäre da nicht für. Das würde auch, glaube ich, das Konzept eines Simulatorenspiels echt auseinander kaputt machen, weil die Leute, die Polizisten wären, die wären ja keine Simulatoren mehr in dem Sinne. Also die wären ja keine. Klar, die spielen Polizeisimulator. Ja, bestimmt. Weil der auch so gut ist, ne? Ah, der ist mega Premium. Spiele Die ich immer, wenn ich ein Polizei. SMP spiele. Ja. Also immer. Für mich ist SMP der Polizeisimulator. Ja, bla bla. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz lustig mal. Um ehrlich Ich zu sein. nicht, ich nicht. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, es kann alles organisiert ablaufen, das wäre ja nicht das Problem. Und vom Machen her wäre es auch nicht das Problem, also eigentlich. Ne, steht da nur die Entscheidung der Admins im Wege, sag ich mal. Ich hoffe mal, die bleiben da der Simulation von Euro Truck Simulator, also von den LKWs treu. Ist halt Ansichtssache, ne? Aber naja, das dazu. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? 760 Oh, genug. Kilometer. Ja. Zur Not machen wir einfach eine Pause und machen andermal an der Stelle weiter. Oh nö, wir können ruhig durchziehen, aber. Ja, aber wenn einem jetzt die Themen ausgehen, ist das halt scheiße. Dann können wir lieber das nächste Mal Ah. mit mehr Themen weitermachen. Ah. Ja. Oh, da hinter uns ist noch einer. Jo, der ist die ganze Zeit schon hinter uns. Ich glaube, der hat Angst, uns zu überholen oder so, keine Ahnung. Oder er fährt auch ordentlich. Was ja jetzt auch nicht verwerflich ist. Aber überholen hat ja nichts mit ordentlich, mit nicht ordentlich spielen zu tun. Ja, vielleicht hat er auch eine schwere Fracht und darf nicht schneller als 70 fahren. Ne, der ist abgefahren. Ne, sah nicht so aus. Schlaui. Schwere Fracht, Alter. Was fahre ich überhaupt? Kraftstofftank, als wenn das nicht schwer wäre. Weißt du, 12 Tonnen ist nicht schwer. Nee. Jo. Kennst du Blinker? Nee, war gerade. Ja, ja, okay, ich habe 9 Tonnen, aber Ah, siehst du? du, Klar, du musst, logisch. hallo, du musst ja auch schwere Fracht von gefährlicher Fracht unterscheiden, ne? Ist ja auch gefährlich hier, wenn der Bagger mal so runterfällt, ist nicht so Ja, ach geil. so. Und du weißt ja nie, ob in dem Kraftstofftank bei mir was drin ist. Ja, ist auch so jetzt egal. Ach ja, logisch, macht Sinn. Ja, aber der wird Ja, sich nicht wenn. entzünden, wenn das so auf die Straße fließt oder so. Ja, der Bagger. Doch, bei mir ist ein Brennwartzeichen hinten dran. Ja, aber nur wenn es ausläuft oder so, ja nicht. Der ist doch scheißegal. Aber der Bagger stellt permanent eine Gefahr dar. Auch wenn ich alleine fahre und keiner in der Nähe ist. Und ich keinen Unfall baue, dann kann ich das einfach lösen. Ja, meinst du, das kann bei meinem Dings nicht Nö. passieren, dass sich das einfach Ja löst? toll, und dann fließt das auf die Straße, ja. Und dann fängt es auch nicht an zu brennen durch die Sonnenstrahlen. Nee, aber trotzdem. Ja und? Ist doch Der egal. Bagger an sich, wenn der sich löst, wow. Als wenn die nicht ausweichen können, weißt du, so schnell wie du fährst. Ja, hallo, darum geht. Ja, klar, Alter. Wenn ein Bus quer Aber. auf der Straße liegt, dann kann man auch nur 120 noch bremsen, wenn man das früh genug sieht. Ja, toll. Oh. Ist natürlich alles schön in der Theorie. Was meinst du, weswegen man einen Sicherheitsabstand auf deutschen Autobahnen halten muss? Tja. Der ist nicht ohne Grund da. Ja, der dir auch gerade irgendwie nichts gebracht hat bei meiner Bremsung. Ja, aber ich bin auch nicht mehr so ganz dabei, also. Ne? Trotzdem, ich finde es schwachsinnig, dass 12 Tonnen kein. Naja, mir ist es egal, da kann ich schneller fahren, würde ich auch so machen, aber trotzdem, ne? Oh, da Ich kommt finde ehrlich einer. gesagt Bagger ne, ein bisschen gefährlich. Außerdem sind die Frachten, die in den Tanks sind, ja eigentlich schon mittlerweile extrem gut gesichert. Also jetzt ne, der Tank an Jo, sich. deswegen explodieren die auch so selten, ne? Ja, tun sie ja auch. Ja, geht. Wie oft sieht man wieder Bilder von irgendeinem explodierten Tank oder sowas? Das passiert schon mal öfters. Naja, naja.
Also jetzt nicht so häufig, dass es jetzt wirklich irgendwie... Wenn es so sicher wäre, wird da kein Brennbarzeichen oder kein hochgefährlich oder sowas hinten drauf sein, ganz einfach. Natürlich wäre es das. Nein. Weil der Stoff da drin brennbar ist. Ja, trotzdem. Aber wenn es so sicher wäre, wie du sagst, dann nicht. Wenn sichergestellt werden kann, dass es nicht explodiert... Ja, aber es geht doch darum, was da drin ist. Die Leute müssen auch wissen, was da drin ist. Ja, und? Darum geht's doch. An dem Bagger sind doch auch Teile dran, die brennen können, und trotzdem steht das nicht dran. Ja, also Bagger ist ja auch keine Flüssigkeit. Ja, aber ist doch egal. Es geht ja nicht darum, ob es eine Flüssigkeit ist. Sollen die da eine Liste machen? Metall, Aluminium, da ist Titan drin und die Schraube ist aus Kupfer oder was? Ja, wenn du schon mit dem Argument kommst, dann muss ich da auch gegenhalten, klar. Ja, oder your argument is invalid. Nee, irgendwie nicht. Warum? Weil die ist doch nur eine Sache drin und das ist eine Flüssigkeit, ein und dieselbe. So, und die ist brennbar. Ja. Ja, und deswegen steht das drauf, das ist brennbar, fertig. Als ein scheiß Bagger, den du da hinten drauf hast. Ja, sollen die hinten ein Schild mit Bagger dran machen oder was? Glaubst du, das sieht man nicht so? In den Tank kannst du nicht einfach so reingucken von außen. Du willst also ernsthaft sagen, dass du findest, dass der Bagger eine gefährlichere Fracht ist als ein Tank, wo irgendwas Hochentflammbares drin ist? Ja, ehrlich gesagt schon. Oh mein Gott, naja. Ja, gib dir doch mal, wie mein Bagger gesichert ist und gib dir mal, wie dein Tank komplett gesichert ist. Aber wir müssen abfahren. Ihr könnt das ja in die Kommentare schreiben, was ihr für schlimmer findet, aber ich persönlich Bagger finde, oder explosiver ich persönlich Treibstoff. Finde definitiv explosiver Treibstoff viel gefährlicher. Oder sagen wir mal Brennstoff, man weiß ja nicht, was da jetzt genau drin ist. Jo, Brennstoff. Also, der Bagger ist für mich nicht gefährlich, der stellt keine Gefahr dar. Finde ich schon, ja. Vom Punkt der Ladungssicherung eigentlich schon mehr. Nee. Und so wird er ja nicht rumgefahren werden, wenn es so unsicher wäre. Ja, deswegen darf ich auch nur 70 fahren. Ja, ja, wenn du mehr fährst, bist du auch selber schuld. Ja, deswegen ist es ja ein bisschen gefährlicher. Weil bei zu schnellen Geschwindigkeiten kann sich der ja irgendwie lösen oder so ein Müll. Deswegen darf ich auch nicht schneller als 70. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es direkt gefährlicher ist als etwas, was sowieso hochexplosiv ist oder hochbrennbar. Ja, wenn es so gefährlich wäre, dann dürftest du ja nicht einfach so schnell fahren, wie du sonst auch fahren dürftest. Ja, ein LKW kann ja sowieso nicht schneller fahren als 90. Ja, und die 20 km/h machen dann vielleicht bei meinem Tank, weil er definitiv fester liegt, weil es ja auch eine viel größere Fläche, Angriffsfläche und Fläche allgemein ist, macht es dann für machen diese 20 km/h keinen Unterschied. Ja, hast doch schon jetzt selber gesagt, deine Ladung ist besser gesichert. Ja, besser gesichert heißt aber nicht, dass sie nicht gefährlicher ist als dein Bagger. Das sind doch zwei unterschiedliche Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ja, ist mir klar, dass der Bagger nicht explodiert und deine Flüssigkeit schon oder anfängt zu brennen zumindest. Aber vom Anbetracht her, dass sich das leichter lösen kann oder irgendwie leicht auf die Straße kommen kann, etc. Ach, Quatsch. Klar. Quatsch. Natürlich. Hast doch gerade nur selber so gesagt. Das ist eine Argumentation. Ja, da ergibt überhaupt gar nichts Sinn. Dein Bagger ist gut gesichert und du sollst 70 km/h fahren, Ende. Wenn du das machst, dann passiert da auch nichts. Ja, und ich kann 20 km/h schneller fahren, 90, aber trotzdem ist es eine hochbrennbare Flüssigkeit. Ja, trotzdem ist deine Ladung besser gesichert und deswegen stellt es auch nicht so schnell eine Gefahr dar. Ach, das ist doch Quatsch. Ist immer gut, Alter, ist immer sehr gut. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, aber ich finde definitiv nur einen explosiven Stoff, den man fährt, definitiv gefährlicher als ein Bagger.
Ach so, der Baggersicherung, ne? Ja. Ich würde das nicht unbedingt so als realistisch sehen, wie der Bagger bei dir gesichert ist, weil wenn ich sehe, wie der da gesichert sein soll, ich sehe da bei dir überhaupt nichts. Ja, ja, deswegen sage ich ja, ist ganz gefährlich. Ja, aber das ist ja auch nicht realitätsnah. Motherfucker, Mr. Arthur, Bitch, Noob. Ah ja. Ja. Sehe ich genauso. Wie gesagt, ich sehe das ja nicht als realitätsnah, was, wie dein Bagger da gesichert ist. In echt wäre der ja so gesichert, da passiert einfach nichts. Aber nun gut, lassen wir die Zuschauer entscheiden. Ja, und beenden wir das hier. Wobei, und, die uns Zuschauer dürfen ja gerne entscheiden, was sie wollen, aber meine Meinung ist da und bleibt auch weiter. Frag mal nach. Stimmt bei mir. Sind da wirklich keine Seile dran? Nee, das ist nichts. Es ist halt ein Hightech-Bagger, der hat gute Bremsen und gute Reifen, Junge, der hat viel Grip, der rutscht nicht. Vielleicht ist auch einfach ein Zukunftsbagger und der wiegt vielleicht gerade mal so 500, 600 Kilo, wer weiß. Dann rutscht er auch noch leichter runter. Wenn er weniger wiegt? Ja, ja, an sich schon. An sich schon, aber er muss halt auch nicht so krass gesichert werden, ne? Ja, weil er eh leichter runterfällt. Ne, weil er aber auch leichter zum Stehen, weil er auch leichter befestigt werden kann, weil es halt nicht so schwer ist. Ja, klar, ich fahre eh ja nur 70. Ist doch egal. 70 ist doch auch eine gefährliche Geschwindigkeit, wenn du so willst. Ja, klar, aber ich denke mal, so ein 500-Kilo-Bagger oder so, der macht bei 70 mal schneller einen Abflug als ein 9-Tonnen-Bagger. Nicht, wenn er richtig gesichert ist. Ja, okay, aber, ne? Wie gesagt, der ist ja gar nicht gesichert. Ja. Wer ETS 2 als realitätsnah betrifft. Ah, doch, der ist ein bisschen gesichert. Zumindest sind die Reifen da, das vorne und hinten ein Keil dran. Ja, wow. Ja, immerhin etwas. Wie schwer ist deine Ladung, bitte? 9 Tonnen. Jo. Was sind das dann für bitte für ein Keil? Ein 2-Tonnen-Keil oder was? Das ist ein guter Keil. Ja. Ich glaube, den hole ich mir für die Haustür, Alter. Ja, genau, Junge, da kommt keiner mehr durch. Du kannst einfach in den Türrahmen den Keil legen und da kommt keiner mehr durch. Du brauchst gar keine Tür mehr. Ja, und die zwei R, die da draufstehen, heißen wahrscheinlich sowas wie rückwärts oder so, dass, also was heißt rückwärts, aber Rewind oder so, dass die zwei Dinger da rückwärts runtergehen oder so. Was weiß ich denn, ey? Da stehen zwei R's drauf, weil das rückwärts heißen soll, alles klar. Ist akzeptiert. Ja, was denn sonst? Dann sag mir doch, was das R bedeutet. Ja, keine Ahnung. Rollbare Rollen, weiß ich doch nicht. Sicher. Weil bin ich ja hier Fachmeister für Abkürzungen. Wie gesagt, ich denke mal, das wird irgendwie was sein, dass man das ausklappen kann halt wirklich. Ja, rückwärts. Ja, rückwärts ausgeklappt wird das. Hm. Oh, was geht denn hier links ab, Alter? Weil die fallen überhaupt nicht auf, weil die aussahen wie NPCs. Ja, dachte ich mir auch gerade. Hättest du das nicht gesagt, wäre mir das jetzt gar nicht aufgefallen. Außer natürlich das. Ich will zurückfahren, ich will ein Thumbnail machen. Ja, stell dich dazu. Ja, jetzt fahre ich doch nicht mehr zurück. Vielleicht reicht's auch so. Wird wohl. Aber ich frage mich, wie die das immer hinkriegen, alle eine Ladung anzunehmen und dann alle, sag ich mal, hintereinander herzufahren. Ja. Fahren die erst zu einem Punkt, wo der abladen kann und dann zum nächsten Punkt? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Die haben wahrscheinlich, ich denke mal, die werden alle im TS sein. Ah, ich denke mal, wir sind einfach nur Hurensöhne und haben Pech. Ich denke, vielleicht nehmen die auch alle einfach nur eine Fracht an und fahren irgendwo hin, weil sie Spaß dran haben, im Konvoi zu fahren. Auch möglich. Ja, das kann natürlich sein, ja. Weil es gibt ja genug Leute mit gecheatetem Profil, denen das egal ist, was sie hier an Profit oder Verlust machen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Also Leute, nicht, dass er mich meint oder so. Also ich bin nicht damit gemeint. Ich habe mir meine 10,5 Millionen schon wirklich normal erspielt, aber... Okay, aber na okay, dich interessiert jetzt auch nicht unbedingt. Nee, großartig. Mich interessiert jetzt definitiv auch nicht. Wenn ich jetzt irgendwo wieder einen Schaden habe von 100%, okay, pff, und? Ich komme damit lang genug hin. Mhm. Was aber im Multiplayer ziemlich interessant wird, wenn man dann das eigene Profil hat und ich sag mal so in keiner Firma ist oder so, dann wird es ziemlich teuer, weil da muss man, weil man hat dann ja auch selber keine Mitarbeiter, weil es ja keine NPC-Mitarbeiter dann gibt, denke ich mal. Und dann könnte das ziemlich heftig werden, sag ich mal, auf plus minus null überhaupt zu kommen. Deswegen Crash wirst du einfach mal 5 Aufträge zurückgeworfen.
Deswegen sollte man dann am Anfang auch diese Schnellaufträge halt, denke ich mal, machen. Ja, das denke ich auch. Also ich denke, das wird so aussehen, dass die meisten Schnellaufträge machen. Und ich denke mal, nur die, die wirklich in der Firma sind, werden sich auch einen eigenen Truck leisten können. Ja. So wird's, daraus wird es hinauslaufen. Oh, die Das Leute, heißt, die. die große Firmen gründen oder so. Oh, die werden reich. Ja, das bringt dir nichts, weil es halt nur Ingame-Geld ist, ne? Ja, aber Ich die meine. werden halt ingame ganz schön reich. Ja. Ich habe ja zum Glück noch mein LLP, wo ich zumindest im Singleplayer-Projekt immer noch Geld bekommen kann. Mein Ziel war es ja, 100 Mitarbeiter zu bekommen. Die habe ich auch geknackt, glaube ich, ja. Und das nächste Ziel ist es. 1000 Mitarbeiter. Nee, aber 200 auf jeden Fall. Ja, Leute, man muss sich mal Ziele setzen, damit Na man sicher. Motivation hat, weiterzumachen. Ja, sicher, bringt nichts. Ohne Ziele, weiß man doch gar nicht, wofür man das überhaupt macht, oder? Ja. Wie lange, wie weiter noch? 471 Kilometer. Ja, guck mal, haben wir, seitdem ich das letzte Mal gefragt habe, ungefähr 300 Kilometer geschafft. Weil Fast die Hälfte. überlegt mal, wenn ihr jetzt mal so guckt, ne? Die ganzen Singleplayer-Spiele, die haben ja auch ein Ziel, und zwar die Kampagne durchzuspielen oder vielleicht neue Bonussachen noch freizuschalten oder so. Dieses ganze etwas zu erreichen, das ist ja komplett, wie gesagt, der Ziel einer ganzen Motivation heraus, und man sollte sich immer Ziele setzen im Leben, definitiv. Ja, das ist schon wichtig. Jo. Wofür würde ich trainieren gehen, wenn ich keine Ziele habe? Dann würde ich ja trainieren gehen, einfach nur um mich fit zu halten. Okay, brauche ich jetzt keine krassen Fitnessgeräte, die ich da im Fitnessstudio benutze. Ich habe aber ganz klare Ziele für mich definiert, wo ich sage, das und das will ich erreichen. Ja, wenn du keine Ziele hast, dann pimmelst du den ganzen Tag zu Hause rum und weißt nicht, was du machen sollst. Ja, richtig. Und ich habe mir zum Beispiel das Ziel genommen, zur Gamescom wieder für mich einen schönen Körper zu haben. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich schon zweimal kurz davor war, an einem Tag nicht zu gehen, weil die Motivation einfach nicht da war, bin ich trotzdem gegangen, habe mich hingeschleppt, teilweise auch sogar mit Kopfschmerzen. Und da bin ich auch stolz auf mich, dass ich das definitiv aktuell so durchziehe. Ich bin kein einziges Mal bislang nicht gegangen. Aber das ist krass. Und ich habe mir sogar auch Eiweiß bestellt, einen Booster bestellt. Ich schaue ein bisschen auf meine Ernährung. Das bedeutet, das heißt ein bisschen, ich schaue schon wirklich auf meine Ernährung. Das Also, heißt, du isst nicht um 3 Uhr nachts eine Pizza wie gewisse andere Leute, die ich Rostra esse. Nein, 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 nein. vormachen. Ich kann sowieso um 3 Uhr nachts nichts krass Warmes mehr essen. Das Einzige, was ich mal nachts mal auch schon mal esse, wo ich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, auch kurz davor bin, dann gleich noch zu machen, ist mir eine Suppe. So. Ja, aber du weißt schon, Aber, wen ich meinte. ja, klar. Aber wow, eine Suppe, Leute. Übel schlimm. Nee, also ganz ehrlich, momentan ernähre ich mich richtig low fat. Also das bedeutet wenig Fett. Dafür relativ viele Kohlenhydrate, weil ihr müsst bedenken, viele Leute sagen zwar, Wow, Kohlenhydrate sind ey. scheiße. Schon Und wieder die deswegen, Brasilianer hier. deswegen gibt es beispielsweise auch so die Low Carb Diät oder so, ja, wo wirklich die Leute auf wenig Kohlenhydrate essen und lieber auf gesunde Fette, sage ich jetzt mal. Das finde ich aber nicht ganz so gut, weil ich persönlich bin ein Fan von Kohlenhydraten, weil Kohlenhydrate auch ein sehr wichtiger Energielieferant für den Körper sind. Genauso wie die Glucose. Ja, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe lieber ein bisschen vom Tempo runter, weil sobald sein Kollege da ist, wird er eh Gas Da geben, kommt er, deswegen ja. denke ich mal, macht das keinen Was Sinn heißt jetzt. Glucose? Ja, der Zuckergehalt. Deswegen, ich hab früher zum Beispiel, als ich trainieren gegangen bin, da hatte ich mir so einen 5-Kilo-Beutel Maltodextrin geholt. Also Maltodextrin ist einfach so ein Zuckerart. Ah, guck mal, was Was macht macht ihr der? denn da? Geh weg! Keine Ahnung. Ich glaube, der ist Wie leicht fährt der besoffen. denn? Dead people who can't drive. Awful. Nee. Also wie gesagt, Maltodextrin ist sowas wie Zucker. Maltodextrin ist in jedem, wie heißen die nochmal hier, Dextro Energy Ding drin. Und ist Dextro. ein, Pass ja, auf, Dextro, der ja, fährt ist los. ein sehr wichtiger Energielieferant. Jo, danke, ich weiß, habe ich gesehen. Gut, Alter, gut. hier ist aber echt viel los. Da ist schon wieder der Brasilianer, sag mal, was ist Ich denn da weiß, hab ich doch gerade los? schon gesagt, ey. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten hier los ist. Keine Ahnung. Kann ich mich schon gar nicht mehr richtig artikulieren. Auf Entered Non-Collision Zone. Oh, das ist gut. Das ist sogar sehr gut.